Vielen Dank für die Einladung. Die Barbara Wondersch und ich würden eben ganz gern unser kompetenzorientiertes Prüfungsformat in der Lehrveranstaltung Traumatologie und Orthopädie aus dem Studiengang Physiotherapie vorstellen. Wir haben der Präsentation den Titel gegeben, eine Lehrveranstaltung, drei Lehrende, sechs Möglichkeiten zu punkten. Also es zeigt schon im Titel, dass es eine relativ komplexe Geschichte ist. Zu den Rahmenbedingungen zuerst einmal. Also im Prinzip, die Lehrveranstaltung ist im dritten Semester. Das heißt, es gibt 75 Unterrichtseinheiten. Es ist eine integrierte Lehrveranstaltung mit drei Themenbereichen, drei Vortragenden, was ja alle, die das in ihren Lehrveranstaltungen haben, klar ist, dass das in den meisten Fällen relativ absprechaufwendig ist. Und es gibt drei Gruppen. Im Wintersemester 2020 haben wir das Ganze online abgehalten. Die thematische Aufteilung ist so, dass die BAPSI eben 30 Unterrichtseinheiten davon abdeckt für den Bereich der unteren Extremität. Externer Kollege der Nils Russo mit 19 Unterrichtseinheiten die obere Extremität und mein Bereich ist die Wirbelsäule mit 26 Unterrichtseinheiten. Es ist im Curriculum eine lehrveranstaltungsabschließende Prüfung vorgesehen und wir haben uns aber schon überlegt, wie können wir eigentlich diese lehrveranstaltungsabschließende Prüfung noch ergänzen durch ein Punktesystem, in dem die Studierenden durch unterschiedliche Aufgaben im Laufe des Semesters auch für die Endprüfung Punkte sammeln können. Welche Kompetenzen und Inhalte gibt es da drinnen? Die Studierenden sollen unterschiedliche Krankheitsbilder und deren physiotherapeutische Behandlung kennen aus dem Bereich der Orthopädie-Traumatologie. Sie sollen den physiotherapeutischen Prozess bei orthopädischen und traumatologischen Krankheitsbildern durchführen können. Das heißt, sie sollen von der Anamnese über die Planung und Durchführung der Untersuchung zur Stellen der physiotherapeutischen Diagnose, Zielformulierung, Maßnahmendefinition, Anwendung der Maßnahmen bis zum Wiederbefund am ganzen Behandlungszyklus durchlaufen können. Sie sollen aber auch bisher erlernte Untersuchungs- und Behandlungstechniken adäquat anwenden, neue kennenlernen und diese auch durchführen können. Sie sollen Kontraindikationen sowohl für die Untersuchung wie auch für die Behandlung kennen und berücksichtigen können. Sie sollen relevante wissenschaftliche Literatur recherchieren können, interpretieren und klinisch relevante Informationen in die Therapieplanung einbauen können. Und was uns ganz wichtig ist, Sie sollen auch lernen, einen fachlichen Standpunkt evidenzbasiert darzulegen und auch zu argumentieren. Und letztendlich noch ein Punkt in Kompetenzen, Sie sollen lernen, auch Befunde zu erstellen, weil sie nicht nur ein Teil unserer gesetzlichen Vorgaben im Rahmen des Berufsbildes sind, sondern natürlich ein ganz wertvolles Tool auch ist, um Informationen an Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Welche didaktischen Überlegungen haben wir dahinter angestellt? Auf der einen Seite sollte die Lehrveranstaltung studierendenzentriert ablaufen, lernergebnisorientiert, genau, kompetenzorientiert, studierendenzentriert und dann auch noch selbstorganisiert, ganz genau. Lernergebnisorientiert wollten wir erreichen durch klare Formulierung der Arbeitsaufträge, die sich am definierten Kompetenzerwerb orientieren und das Ganze wird über den eCampus kommuniziert. Die Planung der Lehrveranstaltung sollte entlang der Kompetenzerwartungen passieren. Das heißt, es soll eine Übertragung von theoretischem Wissen in praktisches Handeln gefördert werden und es sollte sich bestmöglich auch in der Prüfung dann widerspiegeln. Die Schwerpunkte liegen auf aktivem Lernen und Entwickeln. Die Studierenden bearbeiten Fallbeispiele in Kleingruppen und haben dann anschließende Reflexionsarbeiten zu erledigen und wichtig ist, Problemlösungen stehen im Vordergrund. Und letztendlich die Studierenden organisieren sich in den Kleingruppen selber, teilen Präsentationen unter sich auf, diskutieren im Forum und entscheiden letztendlich aber auch über diese unterschiedlichen Möglichkeiten, Punkte für die Endprüfung auch zu sammeln, in welchen Bereichen sie halt einfach wesentlich deutlicher und vielleicht auch manchmal ein bisschen weniger engagiert sind. Damit übergebe ich jetzt weiter an die BAPSI. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Andreas hat uns gerade dargelegt, was so die didaktischen Überlegungen der Lehrveranstaltung waren, welche Kompetenzen wir überprüfen oder in unseren Studierenden beibringen wollen. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir diese Kompetenzen überprüfen und haben das eben über sechs Möglichkeiten gemacht, die ich euch jetzt im nächsten vorstellen möchte. Ganz kurz, die Studierenden erstellen eben einen Befund. Es gibt dann einen Feedback zu diesem Befund, sowohl natürlich von den Lehrveranstaltungsleitern und der Leiterin, sowie von den Studierenden, also ein Peer-Feedback-System. Es gibt dann bei den einzelnen Vortragenden unterschiedliche Aufgaben, die ich dann noch näher vorstellen werde. Und dann gibt es noch eine Abschlussprüfung, da es sich um eine Lehrveranstaltung mit abschließendem Charakter handelt.
Die Punkte 1 bis 5 sind oder stellen eine Leistungsüberprüfung während des Semesters dar und dann gibt es eben die Abschlussprüfung. Die Leistungsüberprüfung während des Semesters, wie ich schon gerade gesagt habe, setzt sich aus einem Befund zusammen, Feedback zum Befund und unterschiedlichen Punkten, die in den Lehrveranstaltungen erreicht werden können. Das sind diese Punkte hier. Die abschließende Prüfung setzt sich aus zwei großen Teilbereichen zusammen. Der eine Teilbereich ist ein Fallbeispiel, so wie man das dann auch in der tatsächlichen Arbeit, also im Praxisalltag vorfindet. Und das zweite ist dann eine theoretische Frage, wo einfach noch theoretisches Hintergrundwissen abgefragt wird. Die Leistungsüberprüfung während des Semesters, was kann man sich darunter vorstellen? Die Studierenden suchen sich aus ihrer Umgebung einen Patienten, eine Patientin. Das war natürlich auch jetzt während des Lockdowns schwierig, weil wir Studierende hatten, die alleine wohnen und es auch hier nicht möglich war, also Personen zu sich zu holen, um die zu untersuchen. Da mussten wir dann auch flexibel sein und haben in unserer Zeitabgabe einfach das Zeitfenster erweitert, bis es wieder möglich war. Die Studierenden erstellen einen Befund, der von uns beurteilt wird, der aber eben auch von anderen Kollegen und Kolleginnen beurteilt wird, sodass auch die Studierenden lernen, wie gebe ich einem Kollegen, einer Kollegin Feedback. Dann ein großer Schwerpunkt in der Lehrveranstaltung war die Ausarbeitung von Fallbeispielen, wobei wir hier unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt haben. Wir hatten Fallbeispiele, wo es einfach wirklich darum ging, ein Problem eines Patienten zu erkennen, wo es uns dann wichtig war, dass die Studierenden die richtigen Fragen in der Anamnese stellen und dann die richtigen Untersuchungsschritte ableiten können. Dann gab es Fallbeispiele, wo wir den Studierenden bereits einen Patienten vorgestellt haben, wo wir die Ergebnisse aus der Untersuchung schon präsentiert haben und die Studierenden mussten Therapieziele formulieren und adäquate Therapiemaßnahmen setzen und diese aber auch begründen. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich das evidenzbasierte Arbeiten. Das heißt, andere Fallbeispiele hatten wieder den Schwerpunkt, dass die Studierenden wissenschaftliche Literatur, die wir ihnen aber zur Verfügung gestellt haben, dass sie die kritisch lesen, reflektieren und dann in ihre Behandlung mit einbauen können. Und dann gab es noch die Möglichkeit einer Forumsdiskussion über den eCampus, wo Studierende einen Artikel, den sie gelesen haben, einen Beitrag, den sie im Internet gefunden haben, den anderen Studierenden präsentiert haben. Und die anderen Studierenden hatten dann die Möglichkeit, zurückzuposten, das zu diskutieren, ähnliche Artikel dazu zu stellen, sodass einfach auch hier über den eCampus eben ein Forum entsteht. Der LV-Leiter hat sich dann bei Bedarf eingeschaltet, um einfach hier die Diskussion auch in guten Bahnen zu führen. Das war so die Leistungsüberprüfung während des Semesters. Wie hat die Abschlussprüfung ausgesehen? Hier haben wir uns für das gute Los entschieden. Das heißt, wir hatten hier tatsächlich einen Sack mit unseren drei Namen und die Studierenden, die drangekommen sind, durften einen Namen ziehen. So war erstens gewährleistet, dass sie den Stoff bei allen drei Vortragenden auch gelernt haben und dass das Ganze dann wirklich nach einem die Zuteilung zu den Prüfern, zur Prüferin nach einem Zuteilsprinzip erfolgt ist. Worum ging es uns bei dieser Abschlussprüfung? Eben der Teil 1, eben wirklich ein physiotherapeutischer Prozess im Rahmen der Traumatologie und Unfallchirurgie durchzuführen, also all das, was sie im Semester gelernt haben, hier an einem Patientenbeispiel umzusetzen. Und dann eben die Überprüfung des theoretischen Hintergrundwissens. Jetzt ist ja der Titel dieses Didaktikcafés kompetenzorientiertes Prüfen. Und wie haben wir probiert, die vorher von Andreas genannten Kompetenzen in unser Prüfungssystem zu integrieren? Eine Kompetenz war es, Krankheitsbilder und die physiotherapeutische Behandlung zu kennen. Das findet sich natürlich wieder in den Fallbeispielen, im Peer-Feedback, im normalen Feedback und natürlich auch in der Theoriefrage. Befund erstellen, auch ein weiterer Kompetenzerwerb, der spiegelt sich natürlich im Befund per se wieder, aber dann auch in dem Feedback, das sich die Studierenden gegenseitig geben. Der gesamte physiotherapeutische Prozess, wo spiegelt sich diese Kompetenz wieder, nämlich diesen Prozess durchzuführen, in den Fallbeispielen, in der Befundung, aber natürlich auch in der Theoriefrage, die ja die Basis dafür bildet. Kontraindikationen zu erkennen und zu berücksichtigen, ein ganz wesentlicher Punkt, der findet sich wieder in der Theoriefrage, natürlich in der Befundung, aber auch in den Fallbeispielen. Untersuchungsschritte und Behandlungstechniken anwenden, findet sich natürlich in den Fallbeispielen wieder,
aber auch im Befund per se, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse recherchieren und implementieren. Das ist natürlich definitiv in den Fallbeispielen enthalten, aber natürlich auch in der Diskussionsforum und natürlich auch in der Theoriefrage. Und dann den fachlichen Standpunkt evidenzbasiert darlegen, zu argumentieren, das finden wir natürlich einerseits im Fallbeispiel, andererseits im Diskussionsforum und natürlich auch im Befund wieder. Damit übergebe ich wieder an Andreas. Mhm. Ja, und zum Schluss so ein kurzes Resümee. Ich meine, diese Lehrveranstaltung ist natürlich über viele Jahre, kann man sagen, jetzt auch gewachsen in dieser Ausprägung. Aber was können wir jetzt am Ende, vor allem in Bezug auf kompetenzorientiertes Prüfen lassen? Wichtig ist uns, und das ist, glaube ich, auch gelungen, die Kompetenzen auch in unterschiedlichen Lernstadien zu trainieren und auch zu überprüfen. Diese Kompetenzen auch mehrfach zu überprüfen, wenn man so will, oder auch den Studierenden damit die Möglichkeit zu geben, zu schauen, wo stehe ich jetzt im Moment eigentlich auch in meiner Kompetenzentwicklung. Wir wollten vielfältige Möglichkeiten bieten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das gelingt in diesem Format auch sehr gut. Wichtig ist aber, vor allem in Bezug auf diese Vielfalt an Aufgaben, aber auch mit drei Lehrenden in einem Unterrichtsfach mit einer gemeinsamen Prüfung, wenn man so will, dass es wirklich eine gute Kommunikation zwischen den Lehrveranstaltungsleiterinnen gibt. Wir können sagen, dass wir die definierten Lernziele wirklich gut erreichen konnten und wir denken, dass wir ein faires und transparentes Beurteilungsschema geschaffen haben, weil wir wirklich von Beginn an ganz genau mit Punkten, wie viel man für welche Aufgabe kriegen kann, hinterlegen, wie man am Ende dann zu einer bestmöglichen guten, zum guten Abschluss auch der Lehrveranstaltung kommen kann. Aber was man natürlich auch sagen muss, dieses relativ umfangreiche und sehr komplexe Geschehen, das wir in dieser Lehrveranstaltung bieten, ist natürlich auch für die Lehrenden ein großer Aufwand. Und ob sich jetzt die Stunden, die man auch in der Vorbereitung oder im Feedback für die Befunde zum Beispiel auch investieren muss, um was Gescheites daraus zu machen, das spiegelt sich in den meisten Fällen halt auch in den Arbeitspaketen nicht wirklich wider. Und es ist aber natürlich auch für die Studierenden ein erheblicher Aufwand. Das heißt, es bietet die Chance, sich vielfältig zu beschäftigen. Aber natürlich, wenn sie es ernst nehmen, dann haben sie wirklich auch über das ganze Semester ganz gut damit zu tun. Damit sind wir am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.